Hallo Biker, ich wollte euch mal ein aktuelles Video mal machen, wie weit ich jetzt gekommen bin. Also hier der neue Winkel ist schon gefertigt. Da kommen jetzt so Platten, wenn jetzt so drauf geschweißt, damit ich die Federn vom Bobbersitz darauf befestigen kann. Der ist breiter, der geht nach außen. Da habe ich mir mal dieses Buch hier zugelegt. Steht zwar die Maschine nicht drauf, aber es für Ein- und Zweizylinder Motoren und eigentlich alles gut beschrieben. Man zerlegt, Wartung, Werkzeuge, Drehmoment, auch alles, was man so braucht. Ich habe das verglichen mal den Motor mit meinen und das ist alles identisch. So, mein Motorrad. Bildet jetzt aus mit die Grundplatte, die ist jetzt lackiert. Der Sitz, der ist jetzt in seiner Endposition. Da sieht man jetzt das Kabelgedönse darunter alles nicht. Jetzt, wie gesagt, jetzt kommt noch eine Seite, das seitliche Kennzeichenhalter hier mit dem Kennzeichen an der Seite. Der Fender werde ich mir fertigen. Da werde ich hier so ein Blech dran schmeißen, dann gehe ich hier den Radlauf lang, hier oben drüber und dann schauen wir mal, wie sich das aussieht. Dann, was ich noch verändern werde an der Maschine, ist Frontfender, der gefällt mir gar nicht. Auch nicht mit den Katzenaugen und das, die Schläuche hinten dran, das schraube ich ab, da mache ich mir einen anderen Frontfender hier vorne. Das Eisen, die Halter, die würde ich ändern und wie gesagt, ganz andere Reflektoren dran machen. Ja, das ist erstmal der Stand der Dinge. Mal ein kleines Video. Und dann, wenn ich jetzt das Eisen hinten drauf befestigt habe am Sitz und alles festgeschweißt habe und so wie ich mir das vorstelle, dann mache ich noch mal ein anderes Video, wie das dann fertig aussieht. Ja, und dann gucken, dann mit dem Heckfender. Aber wie gesagt, bei mir wird das alles noch ein bisschen dauern. Ich habe mir ja den Daumen gebrochen, ich kann den gar nicht bewegen, da sind auch die Bänder gerissen. Hier muss ich immer. Mein Nachbar, der ist hier Schlosser, muss ich ehrlich sagen, und der hat mir die Eisen gefertigt und der hilft mir dann auch, das noch dran zu schweißen. Und wenn mein Daumen wieder in Ordnung ist, dann brauche ich den Heckfender und den seitlichen Kennzeichenhalter, das brauche ich alles selber. Wie gesagt, ich bin Karosseriebauer, arbeite in der Lackiererei, besser geht's gar nicht. Schweißgeräte, alles habe ich da, Werkzeug, alles, was man braucht, komplett ausgestattet. Naja, gut. Bis dann. Ciao.